Das war einer der genialsten Kicker der letzten 15 Jahre. Warum ist der nie einberufen worden? Wir alle, glaube ich, wünschen uns, dass es das ÖFB-Team für ihn trotzdem nochmal ein Thema wird. Was wollt ihr mehr? Der hätte eine Chance verdient gehabt. Laura 1 baniert heute die 11 besten österreichischen Kicker, die es nie oder noch nie ins Nationalteam geschafft haben. Den Start macht dabei ein Goalie der Nullerjahre, nämlich Hans-Peter Berger. Der hatte eigentlich ein gutes Timing bezüglich Hochphase, Harald. Genau, die war nämlich rund um die Euro 2008. Aber und ich meine, gefühlt hat er wirklich jeder Tormann, der es irgendwie geschafft hat, drei Bälle in Folge zu fangen, irgendwann einmal im ÖFB-Nationalteam gespielt, seit den Nullerjahren. Er ist ein fetter Diss gegenüber einigen Keepern der Nullerjahre, aber okay, Hans-Peter Berger war trotzdem keiner davon. Hans-Peter Berger war keiner davon, ja. Das ist retrospektiv ein wenig überraschend. Ich meine, er ist Vizemeister 2007 mit der SV Ried geworden, da wirklich auch eine starke Phase der Innviertler geprägt. Man muss aber schon sagen, die Konkurrenz war dennoch sehr stark. Ich meine, Alexander Manninger, Jürgen Macho, du hast Helge Peier gehabt. Also da musst du dich auch irgendwann mal durchsetzen. Und das war eben zu jener Zeit sehr schwer. Später kamen dann Konkurrenten wie Christian Kratzei oder Robert Almer dazu. Und Hans-Peter Berger hat eigentlich immer nur durch die Finger geschaut. Nur, er ist sogar einmal einberufen worden. Genau, von Didi Constantini für die Länderspiele gegen Deutschland und Lettland. Damals als frisch gebackener Liga 2 Meister mit der Admira, da hat ein anderer auch sein Debüt gefeiert. Christopher Dibon, und der hat sogar getroffen bei seinem Debüt. Geholfen hat es ihm nur wenig, bis gar nichts. War unterm Strich sein letztes und einziges Länderspiel. Ich gehe davon aus, dass da auch keines mehr dazukommen wird. Vor Berger schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und bleiben im Innviertel. Oliver Glasner, mittlerweile europaweit eigentlich schon ein großer Name, als aktiver eigentlich auch ein großer Name, aber eher eben in Oberösterreich. Fehlte da die Qualität oder dann doch vielleicht so der Transfer zu einem nationalen oder internationalen Großclub? Ja, gefühlt waren das schon noch Zeiten, da hat man beim großen Verein in Österreich spielen müssen, um ernsthaft ein Thema fürs Nationalteam zu werden. Zudem Innenverteidigerposition ja eigentlich immer eine gewesen, wo Österreich gut aufgestellt war. War wahrscheinlich die Gemengelage insgesamt schwierig für ihn. 571 Spiele für die SV Ried hat er gemacht, also wirklich über Jahre lang das Innviertler Fußball geprägt und wie du eben schon gesagt hast, Konkurrenz sehr stark mit Martin Stranzl, Emanuel Bogartez, Paul Schaner, die waren dann eben schon auch gesetzt, aber auch ein Martin Hieden zu jener Zeit, auch viele Länderspiele gesammelt und später Frankie Schima oder Sebastian Brödel. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Oliver Glasner, wir alle, glaube ich, wünschen uns, dass es das ÖFB-Team für ihn trotzdem nochmal ein Thema wird. Er ist eigentlich aufgelegt, oder? Als Nationaltrainer, als Teamchef. Ja, muss jetzt noch nicht morgen oder übermorgen sein, aber irgendwann einmal ist es soweit. Ich glaube auch, dass diese beiden Komponenten mal zueinander finden werden. Neben Glasner setzen wir auf Mario Sonnleitner. Die Teamchefs der letzten 15 Jahre haben das hingegen nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Einerseits, Mario Sonnleitner hatte halt wirklich das Problem, auch wie Glasner, Innenverteidiger, gerade in seiner Generation wahrscheinlich noch einmal eine Spur besser aufgestellt, Österreich auf der Innenverteidigerposition. Dem hätte ein Auslandstransfer ganz gut getan, was die Nationalteam-Ambitionen angeht. Man hat auch nie das Experiment Mario Sonnleitner probiert. Es haben ja einige Teamchefs schon auch viele Spieler immer mal wieder probiert. Zum Beispiel ein Michael Madl zu jener Zeit bei Fulham. Der hat auch einmal spielen dürfen für Rot-Weiß-Rot. Ein Kevin Wimmer zu jener Zeit noch bei Tottenham. Auch 9 Spiele gesammelt in der Innenverteidigung von Österreich. Also Mario Sonnleitner war eben keiner davon. Und so konnte er seine europäische Weltklasse nur auf Clubebene ausspielen. Wir komplettieren unsere Abwehr mit Emir Diller, war dreifacher Meister und Champions-League-Teilnehmer mit Dinamo Zagreb und dennoch zu wenig für Rot-Weiß-Rot. Ja, und davor noch Meister mit Ferenc Varos auch geworden. Dreimal, glaube ich, ja, sogar. Also der ist, glaube ich, in 7 Jahren ist er 6-mal Meister geworden. Ja, und ist in der Defensive universell einsetzbar. Der kann Dreierkette spielen, der kann Viererkette spielen, kann Innen und Außen spielen. Den hat einfach
in den letzten Jahren niemand am Zettel gehabt. Aber es gibt es ja nicht. Ich meine, so weit ist Kroatien jetzt ja nicht entfernt und zu jener Zeit ja auch Nena Bjelica, Trainer von Dynamo, den kennt man in Österreich auch sehr gut. Also es, sagen wir so, dass man das nicht sehen kann oder übersieht, finde ich ein bisschen fahrlässig, denn der war da eben auch wirklich ein Leistungsträger und nicht nur ein Mitläufer. Und ich finde es komisch, also dass man da vielleicht auch in Richtung kroatischer Liga, da kommt dann noch ein Beispiel in der weiteren Anzahlpanier, dass man da vielleicht die Liga auch unterschätzt. Ja, kann ich mir gut vorstellen, wobei gerade da sind ja Scouting-Reisen, kann man ja schon mal machen, ja, nach Kroatien. Vielleicht war Dilla das Problem auch ein bisschen seine Körpergröße. Ist auch mit knapp über 1,80 nur nicht der größte. Ist vielleicht als Innenverteidiger dann mag sein, dass das dem einen oder anderen Trainer zu wenig ist. War aber das die Position, die er in letzter Zeit dann vorrangig gespielt hat. Wir wechseln ins Mittelfeld, Harald, und schon wieder ein Kicker mit Ried-Vergangenheit, nämlich Herwig Wigerl-Drechsel. Wie konnte man den in den Nullerjahren nie eine Chance geben? Seine Stats, die waren wirklich nämlich gigantisch. Ja, es ist mir völlig unverständlich. Was hat er? 359 Bundesligaspiele, 88 Tore, 34 Assists. Einer der besten Zehner der Nullerjahre in der österreichischen Bundesliga und wahrscheinlich der beste österreichische? Fragezeichen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hat Didi Konstantin ja persönliches Problem mit ihm gehabt. Ich check's nämlich auch nicht. Schau dir die nackten Zahlen von Herwig Drechsel in den Nullerjahren an. Ich meine, 14 Tore in einer Saison 2000, 2001 und zwischen den Jahren 2006 und 2009 hat er 29 Tore und 23 Assists in 92 Bundesligaspielen gemacht. Und das nicht vielleicht für Red Bull Salzburg oder für Prime Rapid oder Austria zu jener Zeit, sondern einfach auch für die SV Ried. Und dass das dann nicht honoriert wird, das geht mir einfach nicht ein. Ist es wieder diese fehlende Lobby, die man als Ried-Kicker zu jener Zeit hatte? Oder von einem kleinen Verein, besser gesagt, jetzt nicht nur auf Ried bezogen? Ja, wobei, ich meine, da waren halt schon ein paar sehr random Picks dabei in diesen, weiß nicht, Krankeljahren zum Beispiel. Also jetzt überlege mal, wer da alle an Nationalteam gespielt hat. Ja? Von Allen Ohrmann über den, fällt mir nicht ein, und den dritten habe ich schon längst vergessen. Ja. Ja? Also da, dass Wigerl Drechsel nie für Nationalteam nominiert worden ist, ist völlig unverständlich. Eigentlich ein Skandal. Eher, ja, ähnlich wie Hans-Peter Berger eben auch zu jener Zeit zwischen der Euro 2008 wirklich eine Hochphase erlebt. Und da muss ich aber schon sagen, die Euro-Konkurrenz, die war damals groß mit einem Christoph Leitgeb, mit einem Andi Ivancic, mit Korkmaz, Jürgen Säumel oder René Aufhauser. Aber in den Jahren davor, Alter, da musst du Drechsel zumindest mal probieren. Sie haben es nicht gemacht. Wer weiß, was das für eine geile Nationalteam-Karriere hätte werden können. Weiter geht's mit Kevin Stöger. Da würde ich jetzt mal eher vorsichtig sein, denn da könnte schon noch ein Länderspiel dazukommen in den kommenden Monaten. Der spielt aktuell eine überragende Saison. Der spielt aktuell eine überragende Saison und ist seit Jahren in Deutschland wirklich stark. Ja. Also der war in Düsseldorf stark, ist jetzt in Bochum stark. Der hat fast 150 Bundesligaspiele in Deutschland inzwischen mit 15 Toren und 23 Assists, auch gute Zahlen, hat fast 100 Zweitligaspiele in Deutschland absolviert. Ist ein richtig feiner Kicker, aber ja, auf Abruf Stammgast. Nur hat ihn halt nie jemand abberufen. Ja, einmal war er im Kader bei der 2:4 Pleite in Israel unter Franco Foda im März 2019. Seither wartet er auf eine weitere Nominierung. Stöger darf aber noch hoffen, bei unserem nächsten Kicker ist das nicht mehr der Fall, nämlich Alexander Grünwald hat seine Fußballschuhe mittlerweile schon an den Nagel gehängt. Da machte des Öfteren einfach auch der Körper nicht mit. Ja, war vielleicht der ein oder andere Kreuzbandriss zu viel dann, gepaart mit der Marcel Koller-Ära, der halt einfach seinen Stamm gehabt hat und jetzt wenig Lust gehabt hat auf große Experimente. Und wenn man ehrlich ist, ein Marcel Koller hat auch
im Grunde wenig Bundesliga-Fußball sich gegönnt. Wenn man den Kader von 2016 sich gönnt, da war eben nur Robert Almer mit dabei als Goalie, der in der Bundesliga zu jener Zeit sein Geld verdient hat. Also da waren sehr viele internationale Picks mit dabei von Marcel Koller und daher eben auch ein Alexander Grünwald nie mit dabei gewesen. Ja, zum Abschluss des Mittelfelds für mich fast der größte Disrespect der letzten 15 Jahre hinsichtlich Nationalteam-Nichteinberufung, Alexander Gorgon. Was hätte der denn noch mehr machen müssen? Ohne Scheiß, das war einer der genialsten Kicker der letzten 15 Jahre. Warum ist der nie einberufen worden? Ja, ist ähnliches Problem wie Alex Grünwald, weil ja auch dieselbe Generation. Auch da, Marcel Koller kann Bock auf Österreicher. Ist jetzt aber nicht so, dass der nicht nur in Österreich mit der Austria Meister geworden wäre und das dort gezeigt hätte. Der hat ja dann mit Rijeka das Double geholt, sensationellerweise in Kroatien auch noch. Dass der fußballerisch es sich längst verdient gehabt hätte, im Nationalteam eine Chance zu bekommen, ist offensichtlich. Jeder, der den einmal kicken gesehen hat, kann das wahrscheinlich nur bestätigen. Ja, sei mir ehrlich, der war ja auch zu jener Zeit schon gefühlt seiner Zeit voraus. Ich finde, der war einfach ein moderner Flügelstürmer, der eben aber auch eine Abschlussstärke gehabt hat. Ich meine, in dieser Double-Saison hat er 12 Tore und 4 Assists gemacht. Er war also kein Statist, sondern der war einfach Keyplayer bei HNK Rijeka. Historische Double-Saison damals. Ich glaube, generell erster Meistertitel für Rijeka. Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass ich das so gelesen habe. Und deshalb für mich total unverständlich. Und wenn du, dann lass die Rijeka-Zeit oder die Kroatien-Zeit generell weg, dann schau dir einfach nur seine Zeit bei der Austria an. Vor allem die letzte Saison, 19 Tore, 8 Assists. Ich meine, was willst du mehr? Was wollt ihr mehr? Der hätte eine Chance verdient gehabt. Ich verstehe das nicht. Ich meine, der ist inzwischen 35 Jahre alt, spielt bei Bogun Stettin in der polnischen Extraklasse und hat da schon wieder 7 Tore in der Saison erzielt. Ja, beruft ihn ein. Beruft ihn einfach ein. Alexander Gorgon mit 35 Jahren ist ja auch wurscht. Ja, Thomas Müller darf auch spielen. Ja, und Ivica Vasic haben wir damals auch nochmal mitgenommen, 2008. Also von dem her, Alexander Gorgon, Hot Take für die Europameisterschaft in Deutschland. So, die Defensive und das Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und Robert Tschul. Bruder Peter durfte schon ran. Wann darf endlich auch der Robert für Rot-Weiß-Rot ran? Also wenn du es als Robert Schul, ich meine, jetzt ist er verletzt beim aktuellen Lehrgang, aber wenn du es als Robert Schul in dieser Saison, die du so unfassbar stark hinlegst, nie in den Kader des ÖFB-Teams geschafft hast, dann musst du wahrscheinlich irgendwann davon ausgehen, dass das nichts mehr wird. Ja, aber auch hier wieder, jetzt da haben wir vielleicht noch die direktere Verbindung zur österreichischen Bundesliga, aber auch vor seiner Zeit beim LASK war der überragend in der deutschen zweiten Bundesliga. Ich meine, der war der Starspieler vom VfL Bochum. Der hat die Bochumer in jener Saison in die Bundesliga geschossen. Was hat er damals gehabt für Statistik? 15 Tore und 14 Assists in der Aufstiegssaison vom VfL Bochum. Und der hat keine Chance bekommen. Klar, dann hat er sich das Ganze auch ein bisschen vergolten lassen mit seinem Transfer in die Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sich dadurch natürlich auch vom Nationalteam entfernt und dennoch, also vor allem in jenem Sommer, hätte man den ja eigentlich hier bringen müssen. Ja, sehe ich ganz genauso und bin gespannt, ob sich da Ralf Rangnick oder wer weiß, vielleicht kommt Robert Schul noch für einen Nachgänger auch in Frage, ist inzwischen 32, noch einmal erweichen lässt, aber ja, der steht auf der Liste der wirklich exzellenten Fußballer, die es nie geschafft haben, sehr, sehr weit oben. Machen wir weiter. Unser Mittelstürmer war nämlich einer der gefährlichsten Stürmer der 80er Jahre, schoss 127 Tore in 333 Bundesligaspielen. Der kickte einfach im falschen Jahrzehnt. Walter Knaller. In einem jeden anderen Jahrzehnt wäre der gesetzt gewesen. Ja, ich meine, der hat fast in jedem zweiten Bundesligaspiel ein Tor gemacht über viele, viele Jahre hinweg und ja, bitter, aber angesichts der Konkurrenz irgendwo dann noch verständlich. Peter Backholt, Toni Polster, Gerd Rodax, Walter Schachner, Andi Ogris,
die haben halt dann nicht bei Stalldienst unter Admira gekickt, sondern in La Liga und der Serie A. Ja, dennoch. Oder der deutschen Bundesliga. Ja, aber der hat eine Phase gehabt in den 80er Jahren, wo er 3 Saisonen hintereinander 26, 25 und 20 Tore erzielt hat, alle im Trikot der Admira, wurde aber auch nie Torschützenkönig. Auch das ja eigentlich skurril, du hast so eine Quote und du holst dir nie den Titel. Du sagst das eh völlig richtig, ja. Wenn das in den 90ern passiert, hat der wahrscheinlich 30 Ländermatch und ist ja, mehr Leuten bekannt als aktuell. Ja, bitte natürlich. So, und zum Abschluss ein Tiroler Original, der sich aber eigentlich überall wohlfühlte. Hannes Eigen, auch den hätte man mal zumindest probieren können. So gesegnet waren wir nämlich in den 10 Jahren, finde ich jetzt nicht an vorderster Front. Richtig, vor allem Hannes Eigen hat in seiner Funktion als Führungsspieler und Aggressive Leader halt schon auch noch Qualitäten mitgebracht, jenseits des Toreschießens, die für eine Mannschaft sehr wichtig sind. 73 Tore in 139 Spielen, auch in der zweiten Liga. Der wurde zweimal Torschützenkönig in Liga 2, dreimal Meister in Liga 2. Aufstiegsexperte. Ja, mit Wacker, Wiener Neustadt, Alltag. Dann hat er nach, wann war seine große Zeit bei der Austria, also seine starke Saison 2006, 2007, sagen wir also so, nicht die ganz große Saison, sondern eine starke Saison bei der Austria. Und dann 8 Jahre später war nochmal bei Alltag wirklich durch die Decke gegangen ist. Richtig, ja. Aber man muss schon dazu sagen, es haben schon sehr, sehr viele Stürmer probieren dürfen im Nationalteam. Und okay. Auch in der Koller-Zeit, wenn einer in einer Saison wirklich performt hat, von den Toren her, dann war er dabei. Hannes Eigner nicht. Und so wird es auch kein Länderspiel mehr werden für Hannes Eigen. Wenn es nicht vielleicht gibt, ist jetzt ja nicht die Überlegung, dass es Ü35 Nationalteams gibt, dass es große Events gibt auch für Ü35 Spiele. Irgendein Gerücht ist irgendwann mal aufgekommen, oder? Keine Ahnung. Das wäre Amateure-Nationalteam, aber das wird sich auch nicht ausgehen für Hannes Eigen. Egal, schade auf jeden Fall um diese 11 Kicker, aber vielleicht schaffen es ja noch ein paar. Wir haben auf jeden Fall fertig und zum Abschluss noch ein Hinweis. Die Ansapanier gibt es nämlich auch als Podcast, also folgt uns auf Spotify und Co. und schenkt uns 5 Sterne, wenn wir euch das wert sind. Und weiter her mit euren Vorschlägen, was können wir denn noch rund um das Nationalteam machen? Wir suchen noch Ideen für die Euro. Für heute war es das aber. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laola 1 paniert.